YouTube! Willkommen zurück zu einem neuen Indie-Horror-Game. Ist das noch Indie? Ich weiß es gar nicht. Willkommen zurück zu einem neuen Horror-Game. Wir spielen heute FNAF Security Breach Ruin. Das DLC ist endlich da, kostenlos für alle. Soll ungefähr so gute 3 Stunden gehen, habe ich gelesen. Und dementsprechend dachte ich mir, größenwahnsinnig wie ich bin, ich pack das alles mal wieder in ein Video für euch rein. Ja, also hier das ganze DLC komplett in einem Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, seid doch auch ein bisschen größenwahnsinnig und haut eine Bewertung raus. Dauert wahrscheinlich keine 3 Stunden, sondern 3 Sekunden. Damit würdet ihr mir sehr helfen. Ansonsten findet ihr, hier auf dem Kanal sollte es auch die anderen Five Nights at Freddy's Games geben. Oder sagt ihr, nee, ist doch alt. Das wollen wir Keys dabei zusehen, wie er sich bei so einem alten Spiel erschreckt? Weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Jetzt spiel erstmal das DLC, du Hampel, dann gucken wir weiter. Gut, mach ich. Wir starten. Ihr bewertet. Auf geht's. Okay, wir spielen Cassie. Im Hauptspiel haben wir den kleinen Gregory gespielt. Ein tapferes, kleines Kerlchen, das sich hier durch die Mall geschlagen hat. Und jetzt Cassie. Damals das Hauptspiel durchgespielt. Ich weiß, es gibt zig Endings, da hätte ich noch einige machen können, aber damals die Performance. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? What is that? Maybe if I get up there, I can see better. Die Performance damals beim Release war ja wirklich sehr speziell. Bei mir ging es. Ich habe anscheinend immer so ein bisschen Glück, dass die Spiele doch noch irgendwie bei mir spielbar sind. Aber so im Allgemeinen war es wirklich eine Katastrophe. Ja, das kann man auch nicht schönreden. Es war halt so. Don't go alone. Sag mal, wie viel Zeit ist vergangen? Wie viel Zeit ist vergangen? Man konnte springen, ne? Aber nicht hier rüber springen. Tja, dann gehen wir mal hier lang. Sprinten können wir auch, aber wieder mit Ausdauer gekoppelt. Ich denke mal, die Mechaniken aus dem Hauptspiel wurden zum größten Teil übernommen. Ich denke auch, dass wir wieder speichern müssen an irgendwelchen Terminals. Ich glaube, dass es keine richtigen Checkpoints gibt. Ach, wie nett, eine Taschenlampe. Dankeschön, Bro. Danke. Taschenlampe. I für Information. Ausrüstung. Echte Sammelobjekte. Finde den kleinen Gregory. Also so viel Staub wie hier ist und Graffiti muss hier echt eine ganze Menge Zeit ins Land gestrichen sein. Die Hochglanz-Mall ist weg. Ach, man hat Staub gewählt, weil im Hauptspiel hat ja alles wirklich geglänzt, ne? Das war ja alles poliert und auf Hochglanz getrimmt. Dadurch gab es super viele Spiegelungen und vielleicht hat man sich gedacht, ey, diesmal machen wir einfach alles dreckig. Weniger Performance. Weil bis jetzt läuft es super smooth. Hello, my friend. Nimm mit. So eine Ersatzleuchte ist immer gut. Nimm mit, Kind. Nimm mit. Was für ein Service. Die Türen gehen automatisch von alleine auf. Es gab halt auch so viele Endings. Welches ist das Richtige? Ah, wir werden es rausfinden. SOS? Greg?
Gregory? I got your message. Where are you? Help! Something grabbed me! It won't let me go! You have to find me! I'm trapped in the sinkhole under the raceway! Under Roxy Racers? That's all the way on the other side. I'm not even close. So eine Falle, Kind. Das ist doch sowas von eine Falle. It's a trap. Holy shit, mein Herz. Dazu fällt das ganze Gebäude hier auseinander. Und wahrscheinlich hat sie auch wieder niemandem Bescheid gegeben. Niemand weiß, dass die kleine Cassie hier ist. Immer wieder eine hervorragende Ausgangsposition, muss man schon sagen. Okay, jetzt fängt es an mit den Performance-Einbrüchen. Eben gerade hat schon so ein bisschen geruckelt. Aber es kann auch sein, weil das ja ein riesiger offener Bereich ist, ne? Das ist ja ein Level-Darm, der irgendwie sich komplett durchs ganze Gelände zieht, dass es auch halt Übergangsruckeln sein kann, weil die Karte geladen wird. Ich würde niemals in so einen Schacht gehen. Na gut, ich bin auch zu groß. Ah! Oh, Alter. I'm okay. Jede Menge Kakerlaken und Maden und Fast Food. Obwohl, ein McDonald's-Burger wollen ja nicht mal die Maden. McDonald's-Essen ist für die Ewigkeit. Da geht kein Lebewesen ran. Das kannst du im Wald verbuddeln und nach 4 Tagen kannst du es ausgraben und das sieht aus wie neu. Wow! Chica? What happened to you? You look awful. Ey, Chica war die Hölle. Gut, dass sie weggeschmolzen ist damals. Wir haben allermeisten genervt. Roxy ist wenigstens irgendwie hot. Auf eine verquerte Art und Weise. Aber Chica, die will doch niemand. Das ist nicht cool. Das ist ganz und gar nicht cool. What's this thing? I think it's supposed to power the door. Okay, können wir da irgendwas machen? Die Tür ist zu. Drüben piept's. Kann ich hier vielleicht irgendwie was verbinden? Hm. Da geht gar nichts. Okay, schauen wir uns hier mal ein wenig um. Aber ich glaube, hier gab es auch keine Alternativwege, oder? Nö, von hier bin ich ja gekommen. Da war die olle Chica. Sieht aus wie geschmolzener Käse. Na gut, dann muss es ja hier weitergehen. Dieses Ausdauersystem. Immer diese unsportlichen Kids. Kann ich irgendwie die Taschenlampe weglegen? Ah, hier ist was. Hm. Verstehe. A fast wrench. It's just like my dad's. Okay, sie kennt sich aus, weil der Fuddy hier so einen Kreuzschlüssel bedient. Jetzt kann ich hier ran. Lade alle Leitungen auf die korrekte Menge auf. Zeige dem Fass Kreuzschlüssel auf die Leitung, um sie aufzuladen. Okay. Aha, verstehe.
Warte, erstmal muss der hier voll. Dann läuft der halt wieder zurück. Gut. Das ist easy. Ich bin immer wieder überrascht, wie verflucht mutig diese Kids sind. Oder wie feige ich bin. Nein, ich würde es auch machen. Klar. Ich würde es auch machen. Ich würde auch in den unheimlichen, stinkenden Keller gehen. Natürlich würde ich das tun. Absolut. Absolut würde ich genau das tun. Show. Naja, wir haben ja Chica, Roxy, haben wir alle eliminiert. Gott sei Dank. Aber wer weiß, wie viele Drohungen. Monty! Ja, die haben alle überlebt, oder was? Mies, Alter, mies. Ow, my head. Where'd that freaky Monty thing go? I better find a way out before it comes back. Bah. Ich bin in der Monty-Kanalisation. Okay, die sind alle noch am Leben, nur nackt. Hervorragend. Wieder gegen die Crew, nur diesmal sind alle naked. Muss aber sagen, die Atmosphäre ist schon ziemlich spooky. Hi, free mask. Please take a mask. Take a mask. Take a mask. Okay, danke. Thank you. Please enjoy. Weird. It's not a Bonnie mask. Look at all the wires and stuff. Okay, wir haben eine Bonnie-Maske bekommen. Sicherheitsmaske. Wow. Willkommen zu Vanny, der virtuellen, augmentierten, neuralen Netzwerk-Integrationseinheit. Neuer Benutzer erkannt. Occipital-Transponder wird gekoppelt. Das wird überhaupt nicht wehtun. Wenn die sagen, es wird nicht wehtun, tut's ja eigentlich meistens weh. Hallo, echte Welt. Du hast Glück. Über das Transponder-Implantat kann ich drahtlos mit dir kommunizieren, selbst wenn du die Maske abnimmst. Als Techniker der Klasse V hat man eben seine Vorteile bei der FES-Herstellung. Natürlich musst du deine Maske wieder aufsetzen, wenn echte Arbeit auf dich wartet. Und schon bin ich eine Serviceeinheit. So kann man billige Kinderarbeiter anwerben. So wird's gemacht. Ziehen wir mal die Maske an. What? Ich kann dann einfach hier durchlaufen? Ergibt das überhaupt irgendeinen Sinn? Ergibt das irgendeinen Sinn? So, ich dachte schon, das wäre falsch, aber es hat funktioniert. Also immer mal wieder die Maske anziehen, um zu gucken, was in der Wie-Welt geht. Du bist ja niedlich. Du bist ja ein Süßer. I swear that door was blocked.
war er auch, aber irgendwie hast du super krasse Superkräfte. Was ist das hier? Eine Bonnie Pinata, yay! Bonnie haben wir gar nicht gesehen. Ich könnte also noch Bonnie rumrennen. Also im Hauptspiel. Vanni war ja kein Bonnie. Okay, permanent die Maske anhaben geht auch nicht, weil du dann irgendwann wohl Blockaden hast. Das ist ein ferngesteuerter Fazbear-Techniker-Kamerastation. Du hast Glück, sie ist schon aufgestellt und hat funktionierende Kameras. Diese... What the fuck, Alter, da war Monty. Diese kleinen Kästchen stehen für die aktiven Sicherheitskameras in diesem Bereich. Wähle eine Kamera aus, um zu sehen, was sie sieht. Hey, that's my voice. Ja, und das ist Monty. Netter Trick. Was? Ich hab aus Aufnahmen deiner Stimme gemacht. Erfahrene Angestellten verwenden solche Sprechanlagenaufnahmen, um Animatronics an bestimmte Orte zu lotsen, für Autogramme, Fotos und so weiter. Ach, so kann ich ihn umlotsen. Das ist ja nett. Ah, und jetzt kommt Monty da angekrochen. Hässliches Drecksvieh. Was sind das denn hier für komische Kugeln? Boah, kann man hier spielen? Ja! Krass. Monty Golf. Okay, wie feuer ich? Huh. So bewege ich. Pfeilrichtung nach vorne und... Ah! Warte, da war was. Das war nix. Putz! Boah, das ist ja Motion Sickness. Ach, da ist das Loch. Okay, jetzt nicht übertreiben. Die Stärke ist immer ein bisschen schwierig. Ach. Gut, ich habe es noch nie gespielt. Ich muss ja erstmal ein bisschen herausfinden, wie das funktioniert. Als ob! Das habe ich schon extra schwach gehauen. Wie schwach muss das denn? So? Ey, das gibt's nicht! Ist jetzt schon mein Hassspiel. Golf bei Monty. Oh Gott, wie viel muss ich denn hier spielen? Bams. Okay, der war gut. Der war gut. Oh, hole in one. Damit habe ich alles wieder gut gemacht. Ah, da oben hätte man reintreffen können. Okay. Putz. Wo muss es denn hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ah, hier drüben. Okay. Na gut. Na gut. Ist aber echt cool eigentlich. Ich glaube, das ist too much. Okay, war es nicht. Ich hätte hier voll draufzimmern müssen.
kann man sich irren, ne? Uff. Jetzt rollen wir ja nicht runter. Na, ist viel zu viel. Weg! Runter, runter, runter. Ja, ist auch zu viel. Das Einstellen der Schlagherze finde ich ein bisschen ätzend. So, ist auch drin. Was kriege ich als Belohnung? Jetzt zimmer ich aber voll drauf. Okay, das war too heavy. Wenn du das halt ein, zwei Mal spielst, dann weißt du, was Phase ist. Oh, come on. Och nö. Ja, please, 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 please. Der war gut. Der war in Ordnung fürs erste Mal. Zwei Schläge. Der war auch gut. Der könnte was werden. Yes. Didi didi du du di dum dum. Der Trick. All in. Ganz seicht. Das ist zu viel. Das sollte gehen. Birdie! Den Anfang habe ich halt hart verkackt, weil ich ihn halt hart verkackt habe. Das war auch nicht so clever. Oh, man kann sogar rausfliegen aus der Bahn. Okay. Oh, das ist sowas ist ätzend. Wahrscheinlich muss ich. Jetzt werde ich richtig viele Schläge brauchen. Wow. Über die Bande. Mein Gefühl sagt mir, das sollte reichen. Ja. Vier. Na Mist, jetzt müsste ich ein Hole in One hinkriegen. Das ist was Blaues. Da voll rein dudeln. YOLO! Das war's mit dem Hole in One. So, jetzt roll hier nochmal runter. Nee. Ja, er kommt nochmal gut, er kommt nochmal gut. Mann, hätte ich in das Blaue ordentlich reingetroffen, hätte es was werden können. Schade. 29 ist mein Ergebnis. Da waren zwar ein paar gute Schläge dabei, aber wer hat damit gerechnet, dass ich plötzlich Minigolfen muss, okay? Monty, hast jetzt Respekt? Wahrscheinlich nicht. Bei 26 oder 25 wäre er wahrscheinlich explodiert. Hätte sich direkt einen Strick genommen, der alte Monty, und hätte gesagt, gut, ist gewonnen, Bruder. Okay, ich kann hier lang, aber wo ist mein alter Kumpel Monty? Kann man sich irgendwo hier verstecken? Gibt es ja so Hide-Möglichkeiten? Heilige Mutter. Ich will zurück zum Minigolf. Guck mal, hier so ein Baumstamm. War das richtig? Don't stop looking for me. I need your help. Gregory.
I can hear you. You can hear me. Turn off all security. Turn it all off. Security? What are you talking about? None of this makes sense. Security knows. Find them and turn them all off. I can't get out until that happens. Gregory? Security notes? What the heck are those? Ja, das ist doch sowas von der Falle. Okay, hier kann sie durch und hier ist Strom drauf. That door is electrified. Something's gotta be powering it. Okay. Ja, Strom kommt irgendwo von hier oben. Aber wo ist Monty? Der alte Schmierlappen. Was ist das hier? Ich muss erst den Knoten deaktivieren. Okay, aber... Also hier kommt Strom. Verwenden. Ach, jetzt leuchtet es blau, jetzt kann ich hier ran. Und hier ist ein Riddle. Verbinde die zueinander passenden Hologramme, aber überkreuze die Linien nicht. Aha. Okay. Das war super easy. So, wir ziehen mal die Maske aus. Was ist das hier? Alter Fotoautomat. Okay, anscheinend muss ich hier rein. Ich hoffe, der kleine Junge ist das alles wert, was wir hier treiben. Immerhin wandere ich für den Jungen durch die Matrix. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Alarm, ich habe eine anomale Entität in Vanni-Netzwerk entdeckt. Bitte sie doch sofort zu gehen. Sollte das nicht funktionieren, verlass du am besten den AR-Modus und wendest dich an unseren rund um die Uhr erreichbaren Kundendienst. Was? Wie? Was? 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 Hier ist die Kamera. Auf die Tür gerichtet, also kann ich sehen, ob Strom drauf ist oder nicht. Was sind das für Geräusche? Okay, hier kann ich wieder irgendwas deaktivieren. Bip, bip. Andere Ding ist irgendwo hier drüben. Ein Monty-Aufsteller. Und ein neues Rätsel. Wow, Gott! Okay, Monty reagiert darauf. Was ist das? Holy Scheit. Komm schon. Okay, ich kann nicht raus. Was soll ich denn machen? Hier rennt der alte Monty rum. Und hier ist das Hasenvieh.
Ja, das hat mich Monty gefressen, oder? Game over. Nochmal. Okay, hier hat man wohl keine Terminals. Wenigstens lande ich wieder hier. Das ist doch schon mal ganz nett. Das ist doch schon mal echt schwer. Alright, diesmal kommt kein Vieh. Diesmal ist alles ruhig und cool. Ey, ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Weil die Nummer eben gerade war verdammt unfair. Monty am Boden, das komische digitale Zombie-Hasenvieh. Okay, die Rätsel sind super easy. Oh, wow, 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 Moment, jetzt gehe ich erstmal hier ran. Tür ist offen, Strom ist weg. Die reagiert darauf. Alter. Das Spiel hat fiese Jumpscares. Okay, okay, okay. Alright. Ich mach mir nicht in die Hose, alles ist cool. Ich bin völlig cool. Tür ist offen, niemand verfolgt mich. Monty ist erstmal wieder weg, aber der Typ ist echt nicht klein zu kriegen. Zäher, bissiger Bastard. Hey, das war doch so eine Station, wo man seine Taschenlampe aufladen konnte. Wir haben das ziemlich versimpelt fürs DLC alles. Aber das hat auch sehr viele Leute gestört, dass man immer wirklich halt manuell speichern musste. Habe ich damals oft gelesen, dass die Leute sich da extrem drüber aufgeregt haben. Ich finde es nicht so schlimm. Es ist in Ordnung. Ich meine, ich spiele auch alte Spiele und ihr wisst, so ein Scarface müsste man ja auch. Holy! Musste man ja auch immer alles manuell speichern. Und da war es deutlich ätzender als hier. Dementsprechend bin ich da ziemlich abgehärtet, was die Sache angeht. Alright. Ich würde das hier volllaufen lassen. Oh, das geht aber schnell runter. Geht das auch hier so schnell runter? Ja. Na gut, dann hoffen. Alright, hat funktioniert. Ich brauche gleich wieder die Maske. Da ist wieder so ein Wanni-Knotenpunkt aus der Hölle. Diddle, 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 diddle. Und die Pizza natürlich. Was denn auch sonst? Okay, Doki, Schmoki. Warte mal, das wird schwieriger. Obwohl, schwieriger an... Okay, warte mal, nee. Löschen. Das hier ist ja hier oben getrappt. Schnell! Oh. Das Mistvieh macht mich ganz schön nervös. Ist das Monty? Ist das Old McMonty, der hier noch sein Unwesen treibt? Oh, hier ist ja schon wieder so ein Ding. Oder auch nicht.
aus. Doch, hier ist eins, oder? Yes. Aktivieren. Ganz da unten. Okay, okay, okay. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Und komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Warum dauert das auf einmal so lange? Plötzlich braucht er so ewig lange dafür. Okay, gehen wir nach oben. Und schub! Easy. Easy peasy. Easy peasy cheesy. Das war ja gar nichts. Was zum Geier? Ah, hier, dieser Übergang von Levelabschnitt zu Levelabschnitt. Da ruckelt's. Aber sonst läuft's viel, viel besser. It's a dead end. Ist es nicht. Anomalie erkannt. Quarantäne. It's gone. Es ist verschwunden, ja. No way. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? No way this is real. That screen was there before I looked at the camera. I swear. Ich halluziniere. Mhm, mhm, okay, kleines Bärchen. Oh nein, Mr. Mond und Mr. Sonne. I'm in daycare. Is there a way out of here? Get to the daycare theater. There's a way down to the catwalks. Should help you get to the raceway. Tja, der kleine Gregory, der kennt sich aus. Der hat ja hier auch Stunden verbracht. Aber schaut euch das an, das ist doch alles so runtergewirtschaftet. Als wir mit ihm drin waren. Oh shit, die wieder? Als wir mit ihm drin waren, ne? Da war ja eigentlich alles intakt. Da sah ja alles aus wie neu. Ich meine, die hatten doch noch eine Show am Anfang und haben dann gerade den Laden zugemacht. Also, wie viel Zeit ist vergangen? Der kleine Gregory ist jetzt 24. Oh nein, oh nein. Der Mr. Moon existiert weiterhin. Ich kann keine Maske einsetzen. Wow, holy Alter, die Jumpscares, ich sag's euch. Mr. Moon. Hier geht die Maske wieder. You want me to reboot you? With this? Naughty. Naughty. Lights on! Lights on! Turn generators on! Na, das Kita-Männchen hat eine heftige Fehlfunktion.
Oh, was haben wir denn hier drüben? Okay, wir müssen die Generatoren anwerfen. Eine Mondpinata. Ach, wie süß. Okay, Mr. Moon. Gehen wir hier mal ran. Da ist ein Generator. Und da oben ist er total fertig mit der Welt. Dank ewigem Licht. Was ist das hier? Anomalie erkannt, Quarantäne. Aha. Und jetzt das hier. Wow, no, 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 no. Mr. Psycho Bunny ist auch noch hier unterwegs. Das ist ja alles großartig. Okay, warte, hier bin ich hergekommen. Aber wie geht's weiter? Ich kann ja hier nicht rüberspringen, weil ich leider nicht in der Lage bin, auf eine Kiste zu klettern. Ha, wieder zurück? Nee, ich kann auch nicht zurück. Das Gerät ist verschwunden. Was übersehe ich denn? Irgendwo muss ja ein kleiner Durchgang oder sowas sein. Ah, hier. Nee, auch nicht. Hier kann ich die Maske nicht einsetzen. Ah, geht's hier hoch? Hier ist was weg. Hier hinten ist Ende im Gelände. Ich kann hier durch. Ah, das Ding hier. Na gut, das kann man aber auch schnell übersehen. Sunny Drop. Was war das? Wen habe ich da eben gerade wieder angepisst gemacht? Ich kann die Maske nicht ausziehen. Ich muss sie tragen. Da kommen Erinnerungen hoch, ne? Das war, glaube ich, die schwierigste Stelle im gesamten Hauptspiel. Durch dieses Daycare-Labyrinth zu gehen und immer die Orte schnell genug zu erreichen. Warte mal, hier geht's weiter. Hier. Haben die Zeichnungen was zu bedeuten? Kann ich durch? Hier kann ich es ausziehen, dann ist das hier weg. Der Generator! It won't work. Take your nap. No more sun. Ich werde dich sowas von wegbrutzeln, Bro. Was ist das hier für ein Ding? Generatoren, Generatoren, Generatoren. Was glaubt ihr? Ist der kleine Junge überhaupt noch hier oder ist das alles nur ein Trick, um uns zu catchen? Hier ist er. Wie viele brauche ich denn davon? Drei? Die magische Zahl 3? Ah, guck mal hier. Eine Sonne. Der Mond, dieser alte Schlafjunkie.
was haben wir hier? Anomalie-Ding. Das muss immer erst das erste Symbol sein, okay. Jetzt Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ey, der steht direkt neben mir! Die Sau stand direkt neben mir. Okay, was haben wir damit bewirkt? Dass wir hier rein können. So, dann würde ich mal sagen... Alter! Würde ich mal sagen, hier hoch, ne? Ein Geschenk für mich. Goldsonne AR. Als Kind hätte ich so ein Klettergerüst total geil gefunden. Als Erwachsener finde ich es eigentlich immer noch geil, aber zu groß. Wir haben eine Schaukel im Garten aufgehangen für den Jungen. Ratet mal, wer die Schaukel verwendet. Nicht der Junge, nur ich. Absolut geil, eine eigene Schaukel zu haben. Das ist einfach der Hammer. Abends nach Hause kommen und noch ein bisschen schaukeln und ein Eis essen. Das sind so die schönen, feinen Dinge im Leben. Ein Leben ohne Garten könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Luxus, ha? Purer Luxus. Der Kies. Aber so ein Garten ist endgeil. Besonders bei uns ist halt groß und keine nervigen Nachbarn, die rüber gucken. Ist schon lässig. Piep. Happy Birthday! Warning, warning! Child in danger! Safety mode active. Little girl, you can't be in here. It's dangerous. I need to clean up before we can open in the morning. Fall, this place will be flooded with kids. Come back soon and have a fazerific day. Mondfinsternis. Thank you. Und somit habe ich den Zyklus wiederhergestellt. Euch Freaks traue ich immer noch nicht über den Weg. Was gibt's hier drüben? Ha. Ich war zu lange in der Welt. In der virtuellen. Gibt's jede Menge Kabel. Aber die führen alle ins Nirgendwo. Hey, there's another one of those signals. If it's anything like Montigolf, it must lead to whatever's locking the theater. Aber wie kriegen wir das auf? Das eine führt zum Beispiel hier hin. Ja, klar, das weiß ich auch, Kumpel. Okay, das ist aber echt ein Megakabel, du. So, das hätten wir deaktiviert. Das ist noch ein kleines Leckerli. Komödienmaske. Oh, look at this. Look at this.
gereicht. Was gab's da für so einen Plüsch? Ach, das ist auch eins gewesen. Moment, 0 von... Ach, ich muss die verbinden. Das habe ich deaktiviert. Das wird immer komplexer. Oh no. Oh no. No, no, no. Oh no. Nope, buddy, nope. Ich dachte, ich kann hier hoch. Das, mein jugendlicher Freund, ist echt unangenehm. Bleibst du weg? Ach, und da greifen sie mich gar nicht an. Das ist interessant. Das Kabel führt hier hin. Okay, ist gar nicht hinter der Wand. Ich dachte, es wäre hinter der Wand. Ah. Totally yikes. Alright, alright, alright. Es geht ja irgendwie an der Wand entlang. Seht ihr natürlich ey, wie schnell die sind. Geht hier irgendwie rum. Hier rum. Hier lang. Oh no! Da ist direkt der nächste am Start. Der andere ist noch da hinten in der Ecke. Muss ich irgendwie zusammenkriegen. Appa, ihr kleinen Schlawinerlies. Ah! Da steht auch noch einer. Ihr kleinen Schlawiner. Okay, wir haben es gleich. Ramm das Ding rein. Löst den Mist. Und fertig. I bet the doors are open now. What is that? It's a camera. Yes, it is. Look at it. Oh, diese Echos und so, das ergibt doch gar keinen Sinn. Dass er irgendwie noch. Also ich bin gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Junge noch am Leben ist. Es klingt so, als wäre er absolut nicht am Leben. Da ist der Mond. Bam. Bam. Problem gelöst. Ermorde mich bitte nicht. Digitale Bunny. Aber wo soll ich denn jetzt hin? Hier ist zu. Freddy and Friends on Tour. Der Erfolgsfilm im deutschen Kinderzimmer. Dabei dachte ich immer, ich wäre der Erfolgsfilm in deutschen Kinderzimmern. Klingt irgendwie verkehrt. Will man der Erfolgsfilm in deutschen Kinderzimmern sein? Naja, eigentlich schon, weil gibt Geld. Liebe Eltern, meine Videos sind pädagogisch wertvoll. Eure Kinder können sie ruhig gucken. Die lernen hier was. Die lernen hier Dinge fürs Leben. What? Das ist mich aber auf einer anderen Ebene, oder?
hier drauf? War die Hand schon die ganze Zeit hier? Ha. Huh. Da kackst du dich ein, wenn dieses Geräusch kommt. Okay, ich verstehe nicht, was ich tun soll. Kann ich in seinen Maul rein? Hier ist so eine Rampe. Yep, das geht. I'm stuck! Help! Einfach die Maske abnehmen, Kind. Es ist so easy. Is creaky. I really hope it doesn't fall. Oh Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Monty Skater Golf Tour. Super dark hier drin. Mann, dieser Monty in jeglicher Form verfolgt mich durch alle Lebenslagen. Da ist sie, die Gang. Da bekommt er seine Gitarre vom Gitarrengott. Roxy stylt seine Matte. Was denn? Macht er hier mit Hilfe seiner Gitarre irgendwie einen musikalischen Tornado? Oder was soll das sein? E-Gitarren-Wetterphänomen. There's no more track. I gotta get off this thing. What? Wie es dann auf einmal hell wird, ne? Cassie, where are you? Gregory, I made it to catwalks. You said I could get to the raceway from here? Hold on. The schematics say there's a way to redirect the gondolas to the maintenance room. Deactivate the security node. Oh Gott, oh Gott! Game over. Nice. Ich wurde halt einfach in den Tod gerissen. Where are you? Gregory, I made it to catwalks. You said I could get to the raceway from here? Hold on. The schematics say there's a way to redirect the gondolas to the maintenance room. Deactivate the security node. Then use the track controller. Gregory, you there? Of course not. So, security node and tracking controller. Whatever that is. Hab ich jetzt hier überhaupt drauf? Okay, man rutscht zweimal noch so ein bisschen, aber es scheint zu funktionieren. The floor is all slippery. Alter, das ist nicht cool. Der Floor ist wirklich slippery. Ah, wenn ich da bin, ist aber nicht mehr slippery. So, das nehme ich mal. Okay, er ist nicht schleimig. Doch, hier ist er auch rutschig. Ah, oh Gott.
Ah, hier komme ich rüber. Aber hier komme ich nicht rüber. Und jetzt wieder alles rutschig, schleimig. Sowas liebt man ja, ne? Wenn alles schön am Sliden ist. Okay, wo ist das Kabel? Kann man da drauf? Ist das stabil? We did it! Knoten kombiniert. Oh nein, es gibt noch einen. Ne, doch, einer von vier, okay. Wow! Holy moly! Rennt hier irgendjemand rum? Was ist das hier? Ein Generator? Okay, warum gibt es hier Kameras? Nur weil es Five Nights at Freddy's ist und das Kamera-Feature so wichtig ist? Oder haben die irgendeine Bedeutung? Achtung, jetzt wird es wieder slippery. So, wir haben eins der Dinger. Boah, das wird auch wieder super slippery. Ist es das wert? Ich meine, da drüben gibt es ein Geschenk. Didi, eine Comic-Seite, voll cool. Dafür riskiere ich mein Leben. So, schnell hier rüber. Jetzt wird es nochmal widerlich rutschig. Eieieiei. Boah. So, wo ist der nächste Knoten? Auch wieder hier drüben. Geht hier unten lang. Huh. Geht hier hin, hier rüber. Moment. Da war ich doch eben. Trotzdem wird er mir noch angezeigt. Als etwas, wo ich hin muss. Warte, bevor ich jetzt wieder den ganzen Drama-Weg da zurückgehe. Oder ist der tot? Er leuchtet ja nicht mehr so rot. Schwupps. Boah. Einer von vier. Gut, dann nehmen wir den nächsten. Der geht hier hoch. Geht hier hoch, geht hier rüber und ist irgendwo dann da drüben. So, was ist das hier für eine Maschine? Auch wieder nur Kamera. Was gibt es hier? Einer mit drei zum ersten Mal. Okay, die sind langsamer. Jetzt der letzte, komm schon. Hm, das ist doof. Aber das sollte gehen. Gut, kann ja auch noch nach unten. Oh, irgendwann gibt es welche mit vier. Das wird dann richtig angenehm. So, was hat das jetzt bewirkt? Was hat das jetzt bewirkt? Das ist irgendwie so ein Kran oder sowas. Deaktivieren. What?
jetzt deaktiviert hier? Okay, zeig mal, wo hier noch Verbindungen sind. Also hier drüben gar nichts. Hier, aber wie komme ich hier rüber? Wie komme ich hier rüber? Geht's da unten irgendwie entlang? Ist ja voll das Labyrinth hier. Aktion im Armut ist unzulässig. Ah! Bin ich da reingemusst? Moment, jetzt ist hier das Ding weg. I don't get it, man. Es sieht so aus, als könnte man hier drauf, aber irgendwie auch nicht. Sehr, sehr weird. Aber wie soll man sonst hier rüberkommen? Gibt es hier irgendwas, wo man noch abschuten kann? Hier ist die Kanone. Hier ist wieder dieses Rutschding. Komm ich von hier irgendwie rüber? Nein. Hier war das Geschenk. Hm. Was ist das da drüben? Da ist nochmal eine Kanone. Ich muss mal das irgendwie abschießen. Boah. Jetzt hänge ich hier. So, da funktioniert die Kanone. Okay, das könnte mein Weg rüber sein. Perfekt. Weil ich jetzt schon mal hier bin, gucke ich mir nochmal das Ding hier drüben an. Deaktiviert. Ne, ist alles gut. Alles easy, Freunde. Alles absolut gut und easy. So, ich habe irgendeine Brücke runtergelassen. Boah. Heilige. Kackwurst. Ah, ich bin an keiner guten Position. Aber hier war wieder eins von diesen Schläuchen. Ugh, I'm gonna puke. How did I get over here? Wow, 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 jetzt macht er mir hier Terror. Ist aber gar nicht nett. Wo ist das Kabel? Okay, Kumpel, ja, ich weiß, du bist hier der große Boss. Ich hab's verstanden. Ist ja volles Horrorlabyrinth. Oh nö, jetzt kommt auch noch ein Monty angewackelt. Da unten ist fies. Wo landest du? Zwei Schuss nur noch, was passiert dann? Ey, komm schon. Ey, ey, ich komm aus der Maske, ich komm aus der Maske nicht raus. Boah. Oh no. Ich bin tot. Er steckt fest. Ist er weg? Wo ist er hin? War nur ein Traum? Komm schon, nur noch der da unten.
Na also, geht doch. Na, geht doch. Sind die irgendwo wieder Schläuche? Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo die sind. Hier ist einer. Hier ist auch wieder so ein Gate. Ey, was ist das für ein Trip hier? Was ist jetzt los? What happened to it? Ich habe mich darum gekümmert, dieses Gebiet ist jetzt sicher. Du kannst sowas? Yeah, with my help. I have been helping with the signal jammer. That rabbit thing won't bother you anymore. Nie mehr? Klingt so schön, um wahr zu sein. Oh, was ist das? Aber Monty ist immer noch hier, ne? Okay, Moment, jetzt kann ich hier hin. Wo zum Geier bin ich jetzt? Okay, hier geht ein Kabel entlang. Das Ding ist mir zu sehr labyrinth, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Kabel geht irgendwo hier durch die Hecken. Ich suche die Kabel, Kiddo. Irgendwo auf der anderen Seite der Röhre sein. Was ist das hier? Ach, das ist schon. So, aber wo ist das andere Kabel? Es sind ja zwei hier. Das eine geht hier rum. Das andere ist irgendwo dann da hinten. Die Frage ist nur, welches Objekt? Der Stuhl. So, dann habe ich 3 von 4. Aber Simsala schlimm, eins fehlt noch. Eins fehlt noch. War dieses hier. Es geht hier rüber. Da hoch. Da runter. Und hier öffnet sich eine Horrortür. Aber hier war ich ja noch gar nicht, oder? Nope. So, wir haben sie alle. Und anscheinend kommt Mr. Bunny wirklich nicht wieder. WTF. So, wie komme ich jetzt am besten wieder zurück? That's the big question. Guck mal, das ist die Minigolfbar. Slippery, slimy. Alright, alright, alright. Endlich. Ich hoffe, wir kommen jetzt raus aus diesem Labyrinth von Monty dem Schrecklichen. So. Dankeschön. Okay.
Ach, und jetzt komme ich wahrscheinlich mit dem Auto da rein, was wir da hinten gelöst haben. Also mit dem... Ja, mit dem... Wie nennt man's? Auto ist nicht das richtige Wort. Gott, Waggon. Ja. Achterbahn, Waggon. Ich habe keine Ahnung. Bin kein Experte. Transporteinheit. Achterbahn-Transporteinheit. Das war aber ein kurzer Trip. You did great. You're getting closer. How ich trau do you dir know? Nicht. How are you doing any of this? I'll explain it all when we get here. That thing is here again. I gotta hide. Save me, Cassie, please. Traut ihr dem? Also, irgendwas... Irgendwas stimmt hier doch ganz gewaltig nicht. Irgendwas stinkt hier. Und das sind nicht die vergammelten Burger. Ein Foxy Plush. Okay, zum ersten Mal habe ich hier so einen Ladefreeze. Ui. Was ist das denn? Gammeltörtchen? Ist das die Cupcake Factory? Hier stinkt es auf jeden Fall. Kommt der Hase jetzt wirklich nie wieder? Clam Bonnie! Okay, warte mal. Den machen wir erstmal ganz voll. Läuft das schnell? Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Vielleicht aber auch nicht. Und der Ofen läuft. Zeit für leckere Törtchen. Na dann, let's go. It's cupcake time. Was war so eine Nummer? Warte. Könnte reichen. Ja. Ja, das lief ganz deftig. So, nochmal hier in die Matrix. Und wieder hier rein. Okay, das läuft diesmal sehr, sehr schnell. Aber wir kriegen es trotzdem hin. Also sehr, sehr schnell. Schneller. Ja? Schneller als die anderen. Sagen wir es mal so. Chica? Chica, das alte Schmelzkäse-Baguette. Ist er wirklich rein? Moment, ist das ein Cupcake-Ofen? Boah, werde ich jetzt wieder Terror von Chica abbekommen? Dass sie aber auch keiner mal richtig ordentlich schön tot bleiben kann.
kicked out of the Vanny network. You said you got rid of that rabbit thing. What happened? Offenbar hat die Entität mein Signalstörer umgangen und einen eigenen aktiviert. Dieses Gerät da unten ist AR-Hammer. Bis er deaktiviert ist, kannst du nicht auf das Vanny-Netzwerk zugreifen. Großartig. Gut gemacht, Mr. Bunny. Warte. Den hier aufladen. Boah, das war knapp oben, ne? Der war schon beinahe durchgelaufen, der Dude. Jetzt bin ich da unten mit Chica und die wird mir 100% das Leben zur Hölle machen. 110%. Wenn ich in den... Ach, ich kann nicht in den Modus. Stimmt ja. Ich habe ja den Hammer. Ich hoffe, Chica ist nur durch ihr Schmelzverfahren ein bisschen doof. Was ist das Stuff? Weird Battery Acid? There's no way I'm getting near that. Okay, sie will eigentlich nur Cupcakes. Kannst du haben, Girl. Kannst du haben. Gregory, are you there? So, sie stampft erstmal schön dahin. Run, girl! Toiletten! Oh, das ist ein Automat. Kann man wieder spielen. Was gibt es denn diesmal? Chica Pizza Battle. Kleine Eiscrememännchen füttern, bis sie explodieren. Welle 1. Alright. Wie lange geht das wohl? Irgendwelche Nachos, die mich töten wollen. Hatte keine Ahnung, dass Chica so brutal auf Essen abfährt. Aber ja, sie hat ja auch unten immer die Müllpresse durchwühlt, ne? Um da die Essensreste zu fressen. So rum. Lass mich in Ruhe, Tortilla! Die sind echt fies, weil die sich so undercover ranmogeln. Piu, 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 piu. Kann man dich töten? Au. Der wird fetter, ne? Aber die Minispiele sind schon ganz nice. Ah, Mist. Leben, Energie. Oh Gott, ich kann das wahrscheinlich ewig spielen. Jetzt kommen sogar irgendwelche Mall Security Dudes. Diese dämlichen Chips.
Okay, wie viele Bällen? Ich meine, danach gibt es irgendwie noch Würstchen und ganze Pizzen und es gibt Bosse. Vielleicht bin ich tot. Ich spiele auch gerade nicht mehr so ernst, weil ich mir denke, yo, Game over. Verlassen. Was bringt's? Gibt's da irgendwas? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man irgendwas Besonderes bekommt, wenn man diese ganzen Mini-Automaten-Games meistert oder ob es da nur am Ende so ein Steam-Achievement gibt. Okay, aber sonst gibt's hier auf dem Klo nix. Außer Daddelfreude. Was macht sie denn da? Fressen. Ei. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Wow. Hämmer die dagegen und will da unbedingt raus? Finally. Bet I can use the mask again. So, wir können wieder die Maske verwenden. Netter asozialer Move. Okay, 3 Stück. Ah, ja, du bist ja auch wieder da. Und Chica ist auch dabei. Was? Ich bin instant tot? Alter, wie schnell kamen die denn an mich ran? Okay, wo bin ich jetzt? Ah, ich muss nochmal diesen Hammer abklemmen. Finally. So, bitte sehr. I can use the mask again. Ach, jetzt kannst du erst durch. So, diesmal kam kein Vieh. Irgendwie auch ab und zu echt weird, wie das so gehandhabt ist. Man darf halt nicht lange in diesem Maskending sein, aber ab und zu kommt der so schnell, der Mr. Bun Bun. Und dann braucht er wieder ewig. What? Ist das jetzt wieder rein teleportiert? Stop! Der kleine Gregory ist in der Matrix gefangen. Warte, was? Wo? Wie? Wo? Was? Moment. Ah, hier. Moment, 0 von 3. Der eine hat gar nicht gezählt, oder was? Acht. Steht er hier drüben rum und macht seinen Schmuh. Also der Mülleimer war 1. Was? Oh, ich dachte, der hat mich jetzt gefressen. Ist der Kuchen nicht auch 1? Nee. Oh, Chica. Nochmal hier rein. Nochmal ins Klo. Ach, der gehört auch noch dazu. Hier sind 2 drin. So, und jetzt fehlt noch 1. Wo ist Chica? Mr. Bunny steht halt genau da, wo er mich maximal stört. Ich glaube, wir müssen hier hoch und da runter. Nehme ich mit.
Hier ist Kuchen. Will jemand Kuchen? Oh Mann, habe ich mich hier immer erschrocken. Ich höre Chica, aber ich sehe sie nicht. Ah, come on. Okay, sie rennt hier rum. Kann man da hoch? Nope. Oh, Kacke. Wenn sie jetzt hier reingeht, bin ich erledigt. Toll. Ich dachte, sie würde vorbeigehen. Nochmal das Ganze, weil es so schön war. Also es ist einmal der Mülleimer, aber nicht der Kuchen. Es geht noch weiter. Ach, warte. Ich laufe schon an dem Ding hier vorbei. Bet I can use the mask again. So, wir können die Maske wieder verwenden und wir wissen, wir müssen hier rein. Ganz schnell hier drüben hin und einmal hier der Kacke-Eimer. Piu. Und der Putzspot. So, Maske erstmal wieder aus. Und jetzt holen wir uns direkt den Mülleimer. Zwei von drei. Das hier? Ja. Aus! Oh nein. Ich komme nicht aus der Maske raus. Chica rennt ja auch noch rum. Kann sie mir nichts, wenn ich in dem Modus bin? Hier unten ist halt noch dieses Geschenk. Ah, lauf du. Geht eiskalt mir hinterher. Ja, sie kann mir in dem Modus nichts. Okay, Mr. Bunny ist auch weg. Das ist natürlich Premium. Und Chica ist auch einfach so wieder gedespawnt. Das ist ab und zu echt weird. Dass sie einfach so verschwinden. Jetzt komm schon, gib Gas. Badabums. Badabums. Schnell hier durch. Let's go. Ab in die Matrix. Gute Arbeit, Techniker. Du hast dir Zugang zum obersten Ost-Serverraum verschaffen. Lobby. Hier solltest du von der Identität in Sicherheit sein. Okay. Keine Sorge wegen der bösen Entität hier drin. Sie kann dich nicht aufspüren. Du hast die Stromversorgung auf der Ostseite des Mega-Pizza-Plex wiederhergestellt, indem du die Oberknoten deaktiviert hast. Wenn du alle Sicherheitsoberknoten im Westen deaktivierst, solltest du zu deinem Freund oder dem Roxy Raceway kommen. Okay, hier bin ich also sicher. Ich find's immer wieder krass, was das für Giga-Level sind, ne? Alles ist gigantisch, riesig, groß. In dem Spiel. Kann man da rein? Ah, ja, das geht. Deaktivieren. Okay. Ach, das habe ich wahrscheinlich da deaktiviert, wo ich nicht wusste, was es war. Da war ja auch noch so ein Vorsicht-Gewischt-Roboter unten drin. Why can't I remove the mask? It's stuck to my head. Da gibt das Sinn. Es wäre wohl am besten, wenn du erstmal im Bunny-Netzwerk bleiben würdest. Okay. Alright, let's go. Was war das erste? Was ist hier? Ich sehe gar nichts. Ah, hier ist ein Blitz. Das erste ist aber eine Note.
Badabams, dann eine Gitarre und dann Stern. Gitarre. Die Rätsel sind aber echt auch irgendwie für Kids. Ist halt Grusel für Kids. Also ich finde, das ist jetzt so ein Spiel, das kannst du schon, keine Ahnung, einem 9-Jährigen oder 10-Jährigen antun. Der wird dich wahrscheinlich auslachen und sagen, was? Ist doch kein Horror. Ich habe gestern mir Kriegsvideos angeguckt, wie Menschen enthauptet werden. Und danach habe ich mir ein bisschen... Back again. You said it was safe here. Ich habe sollte gesagt. Ja, cool. Oh, ich habe mir dann noch so ein paar Kartellmorde reingezogen, weil ich bin so ein abgestumpfter 9-Jähriger. Ah, das hier. Blitz. Und Gitarre. Tja, die abgestumpften 9-Jährigen von heute. Maske runter. Hui, es war knapp. Ich glaube, wenn sich das voll auflädt, das Grisseln, dann bist du nämlich weggegrisselt. Immer dieses Geflüstere. Sag mal, wurde der Junge digitalisiert und ist irgendwo... Weil immer sagt, es ist so dunkel und alles. Also ich bin echt gespannt aufs Ende. Ich habe mich natürlich nicht gespoilert. Moment, bin ich jetzt nicht schon unter Roxys Raceway? Das müsste doch eigentlich schon sein. Ja. Da sind die Karts. You're not trying hard enough. Poor Roxy. Huh? Who's there? You can't hide from me. Gregory. No! Gregory, run! Roxy's after you! Gregory, are you there? Cassie, I'm okay. I found a spot to hide. Turn off the nodes in the salon to follow Roxy. Hurry! She's close! Hm. Ich sag ja, Roxy ist irgendwie scharf. Keine Ahnung warum. Okay, hier können wir nichts machen. Im Roxy Saloon. Die haben also alle überlebt. Aber das geht auch nicht auf. Und hier oben ist nur ein Geschenk. Ah, so geht's auf. Gregory! I gotta get in there. Okay. Also vom Missionsdesign hätte man hier ein bisschen Abwechslung reinbringen können, finde ich. Das ist halt schon sehr wiederholend. Roxy-Bild. Oh oh. I can't get the mask off again. Ich kann nicht raus. Jetzt kann ich raus. Gott. Sag nicht, der kann hier so Dinge aktivieren. Ja, geil. Und Chica rennt ja auch noch rum. What? Okay, wieder was gelernt. Sie kann mich trotzdem erwischen. Na, wenigstens hat das Spiel relativ humane Checkpoints. Das ist eigentlich ganz nice.
Eyeballs? Really? Au. Gross, 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 gross. Und ich kann die Maske wieder nicht ausziehen, weil er wieder so ein Hammer ist. Der funktioniert wohl in beide Richtungen. Entweder du kannst die Maske nicht anziehen oder so kannst du sie nicht ausziehen. Die Schere? Die Schere. Ich kann es schon wieder nicht ausziehen. Oh no, oh no, oh no. Okay, wir müssen hier rein. Glaube ich. Hier ist so ein Paket. Und überall widerliche Augen. Na, den kann ich deaktivieren, aber... Ja, aber das ist nicht das, was wir suchen. Okay, ich muss den Hammer wahrscheinlich deaktivieren. Also wieder zurück. Welche ist denn an? Missing, missing, missing. Keiner von denen. Ja, der muss irgendwo da vorne sein. Aber das Ding jagt uns. Was soll ich jetzt machen? Ah. Und da ist auch noch Chica. Warte, warte, warte. Auge. Ich glaube, ich muss an den Computer daran. Kann das sein, dass ich irgendwas an dem Computer machen muss? Ja. Was gibt es hier? Ist hier ein Auge? Oh ne, hier ist Chica. Och, das ist fies, ey. Das ist fies. Okay, wo bin ich gelandet? What? Alles klar. Irgendwie bin ich hier quasi rübergeglitscht. Und hier rennt Chica rum. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier hin. Hier wieder alles ein bisschen auffüllen. Komm schon. Na, 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 das ist nicht gut. Warte, jetzt komme ich hier durcheinander. Jetzt muss ich hier nochmal runter. Dankeschön. Oh, verwirrend. Will man da rein? Jetzt liegt sie hier in der Ecke rum. Die weirde alte Schachtel Chica. Die auch niemand leiden kann. Gibt keine Chica-Fans. Chica ist so ein richtiges Hassobjekt. Sorry an die Chica-Fans, an die zwei. Ach, jetzt bin ich wieder hier in dem Laden. Dann komme ich hier durch. Verstehe. Ich verstehe, meine Freunde. Und jetzt... Let's riddle. So. Nee. Huh. Nee. So. So. Was? Und so. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, mehr oder weniger.
Like a pro, baby. Like a pro. Mist, hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter, noch nicht. Irgendwie wird's auch hier weitergehen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas aktivieren. Oder auch nicht. Hm. Überall Kratzspuren von Roxy. Anscheinend hasst Roxy Chica. Spannungen unter den Ladies. I don't hear anything. I hope I'm not too late. Das ist eine Falle, Mädchen. Das ist sowas von eine Falle. Also ich glaube nicht, dass wir da unten kleinen Jungen treffen. Da hängt erstmal eine Robo-Leiche. Schrotthaufen. Eine Schrottansammlung, wenn man es so nennen darf. Morty? Wie sie aber auch jedes Mal noch so ein Fan ist von denen, ne? Monty? Du Süßer. Ja, er schwimmt hier rum. Ah, okay, hier bin ich sicher, oder? Den hier muss ich ein bisschen auffüllen. Komm schon. Ich will raus. Okay, Maske kann ich hier schon mal nicht aktivieren. Ah, man rutscht hier so ein bisschen ab. Das ist... Oi. Oh nein, ich muss sogar ins Wasser. Kommt ihr jetzt zurück? Ich sehe ihn nicht. Da. Ja, kommt zu mir. Wenn er weggeht, gehen wir ran an das Ding und hoffen, dass wir schnell genug sind. Und machen das Ding schnell fertig. So, er geht weg. Wir warten noch ein bisschen. Ah, gut, tapp da hinten rum. Aber er kommt instant zurück, wenn ich das Wasser berühre. Füll es auf. Füll es auf. Füll es auf und... Ich glaube, das wird nichts. Ich weiß halt nie, wie nah er dran... Okay, ich darf das... Ich muss das stecken lassen. Mies. Dankeschön. Alter, geh weg! Was mich irre, Monty. Bitte sei endlich kaputt. Gott, Monty ist so zäh. Geh doch endlich kaputt, Bro. Tu dir Welten gefallen. Was haben wir damals im Hauptspiel? War das nicht dann das Afton-Ending? War doch hier unten in diesen verlassenen Wartungstunneln, wo sie dann irgendwie ausbauen wollten und sowas.
Ah, es war doch irgendwie hier. In diesem Bereich. Es war auch das coolste Ending. Gregory, I made it to the raceway. Are you okay? I might be able to get a signal if I head deeper into the raceway. Oder er hat dich nur verarscht und du wirst jetzt hier drin direkt in den Hinterhalt gelockt. Nobody knows, nobody knows. Wow, wow. Do you need assistance? Ja, you need bitte. Assistance? Danke. Do you need assistance? Dringend. Be quiet. Irgendwo hier rennt noch eine Roxy rum, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen, dass hier noch irgendwo eine hotte Roxy rumschlawinert. Noch mal so eine Nummer. Wieder ein bisschen auffüllen. Wieder ein bisschen auffüllen. Wieder ein bisschen auffüllen. Und geschafft. Da steht Roxy sogar. Wie bestellt. You can't hide forever. Okay, Roxy ist weg. Was soll ich hier machen? Ach, guck mal, in dem Modus ist Roxy sogar optisch intakt. Ah, ich glaube, ich muss hier die Türen kaputt machen lassen, ha? Huh? Okay. So blöd ist dann die augenlose Roxy doch nicht. So, nochmal ran an die Maschine. Okay, hier ist sie. Und hier muss sie hin. Und jetzt muss sie hier durch. Alles klar, perfekt. Wo ist sie hin? Ich hoffe, weg für immer. Nochmal ein Geschenk. Ja, das wäre wohl deutlich besser, wenn du ihn zuerst findest. Achtung, sie kommt wieder. Oh, da kann ich nur mit der Maske rein. Also ich muss sie weglocken. Okay, sie muss hier hin. Und ich wette, sie kann die Wand hier einsmashen. Soweit so gut. Wir steppen wieder hinterher. Jetzt rennt sie irgendwo da drin rum, ha? Huh? Irgendwo da drin wird die Alte rumrennen. Okay, Killerfahrzeuge from other space. Beeilung, Kleines, Beeilung. Mach das Ding mal richtig voll. Jetzt das wieder richtig voll machen. Jetzt wieder hier hin.
Dankeschön. Very, very nice! What? Warum lässt sie mich gehen? Gregory! I'm in Roxy Racers! Say something! I can hear you. Can you hear me? Yes, I can. What happened here? It looks like the whole place fell in. Something tunneled out. Broke everything. And now I'm stuck here. I really think I need to go get help. Or call the police. What? How is that supposed to help? There's no time. Fine. Am I even close? Where are you? This place is huge. Down there. Sinkhole under the raceway. Under the raceway. Helpy, how do I get down there? Das Gebiet wurde von der Sicherheit gesperrt. Okay. Wenn du deinen Freund retten möchtest, musst du die übrigen Sicherheitsknoten bei Bonnie Bowl und im Phaser Blast deaktivieren. Es wurde also alles gesperrt. Aber der Kleine will nicht, dass wir die Polizei rufen. Ist doch schon alles sehr verdächtig, oder nicht? Oder geht's denn nur mir so? Bin ich der Einzige, der hier so ein bisschen nervös wird? Anscheinend ja. Alle anderen sind sehr gechillt. Okay, was gibt es hier? Ha. Huh. Interessant. Ich kann da rein, aber die Maske nicht ausziehen. Kacke, sind die creepy. Und warum hat da jemand die Tage gezählt? Sind weg? Okay, und hier kann ich meine Maske auch nicht anziehen. Eine Bonnie-Maske? Okay, noch werde ich von keinem digitalen Killerhäschen verfolgt. Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Wow, und da ist es auch schon. Da ist es auch schon. Nope, 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 Alter. Absolutes Nope. Oh, das Ding. Do you remember? Vier Stück. Alle wollen da drüben hin. Und wer rennt hier alles rum? Aus der Psycho-Gang? Ihr seid keine Freunde, oder? What are those things? They look like the DJ. Nee, sind keine Freunde. Ich liebe die Todesanimation. Ich finde die irgendwie immer cool. Kann man die weglocken? Gregory! Are you there? Okay, sie verschwinden. Okay, sie verschwinden. Der hier ist tot. Und noch ein Geschenk. Ein Foxy in Gold. What are those things? They look like the DJ. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was ist das hier? Ein riesiger Schuh? War das jetzt einer?
Ja. So, was gibt es hier? Killerhäschen. Und einer von denen. What? Das war auch wieder ziemlich fair. Habe ich jetzt das Ding da hinten oder nicht? Keine Ahnung. Oh, es leuchtet blau. Ich denke mal ja. Okay, lass mal hier runter zum nächsten. Mittlerweile sind die Knoten aber auch echt weit auseinander, ne? Man läuft ja einen regelrechten Marathon für die Dinger. Der Kegel. Okay, ich habe nur zwei. Ne, ich habe mehrere. Die Frage, wo rennen die hin? Nicht zu mir, oder? Ne, sie flitzen da oben hin. Die kleine Kackbande. Das ist meine Chance. Und hol dir das Ding, komm schon. Und es wurde gespeichert. Zwei von vier. Alles klar. Perfekt. Perfekto. Die Hälfte haben wir schon mal. Okay. Das war der eine, der ging hier nach unten. Die anderen beiden gehen hier in die Richtung. Vielleicht haben wir Glück und die hängen wieder schön zusammen. Nein, tun sie nicht. Einer geht hier lang. Hier wieder hoch. Und geht dann doch wieder hier drüben hin. Und dann hier lang. Okay. Vierer Terminal. Let's go. Das wird nix. Das wird was. Das wird was! Oh Gott, was ist da drin? Ich darf die Maske nicht aktivieren. Da drin geht die Maske nicht. Aber... Was zum Geier? Achso, jetzt ist da. Aber da müssen wir rein. Anderer geht hier hin. Gut, dann müssen wir uns erstmal ohne Maske durchschlagen. Ist hier irgendwo ein Störsender? Hm. Warte, da ist auf jeden Fall eine Kamera. Kamera-Terminal. Gregory, are you there? Jetzt rennen die alle dahin. Wollen wir da oben überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht. Na, dann probieren wir es mal, ob es funktioniert. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Hammer. Und hier ist das Objekt der Begierde. Komm schon, Baby. Nice. So, der andere wird dann irgendwo hier sein. Okay, hier ist schon wieder so ein Hammer. Du schläfst, ja? Dann schlaf mal schön weiter, Kumpel. What is this? Lass mal ran. What? Hallo. Das war ja eben gerade toll.
schon. Mach voll den Lachs. Geht doch! Aber das ist mein Weg zurück. Das ist mein Weg zurück. Ha. Huh. Ich kann die Maske nicht einsetzen, weil irgendwas wieder das Signal blockiert. Da drüben. Doch wie locke ich die denn bitte schön weg? Na ihr Sträucher? Ihr lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, ne? Kann ich die damit weglocken mit dem... Nee. Nee, das klappt nicht. Hm. Ich kann nicht mal da durchgucken. Das Spiel ist ganz schön clever. Wie soll ich die weglocken? Sobald ich mich dem Ding nähere, bin ich doch Geschichte. Und da kommen sie. Ihr müsst alle mitkommen. Oh, das wird tight. Nee. Okay, ich weiß, wie es funktioniert. Okay, die müssen mir halt wirklich perfekt folgen. Wenn die sie splitten, habe ich halt richtig das Problem. Ach komm, hier ist ein, hier ist eine Kamera. What? Huh. Gregory, are you there? Jetzt gehen die da alle hin. Aber hilft's? Wir werden sehen. Kacke, die rennen ja alle zu mir straight. Ach, die sind abgelenkt. Ich juck die dann nicht mehr. Okay, das ist krass. Und hier ist das Objekt. Ach komm. Bull, Alter. 4 von 4. Ja, und wo steht jetzt die Armee? Moment mal, die macht gar nichts mehr. Ist jetzt deaktiviert? Ich will sie nicht berühren. Ich will es nicht drauf anlegen. Ich hoffe einfach mal das Beste. So, damit müssten wir jetzt eigentlich da hinten das Ding deaktivieren dürfen. Dürfen tun können. Hier ist auch nochmal eine Wand im Weg. Aber jetzt. Aber jetzt. Was machen wir damit? Den Vorhang liften? Mhm. Aha. Warte mal, Cupcake. Kann man so machen? Kann man so machen? Kann man so machen? Jetzt rennt hier auch noch das Vieh rum. Super. Boah, schnell hier durch. Hämmer weg. Maske weg. Rein in die Stube. Maske wieder an. Look, no more vents. Every single time I get in one, it breaks or something jumps out at me. Was habe ich für eine andere Wahl, oder? Jetzt ist dann sicherster Weg. Wow. Das ist ein langer Weg. Ein sehr, sehr langer Weg.
ein langer, irrer Weg. Und ich bin tot? Why? Wieso bin ich jetzt gestorben? Wie bin ich eben gerade gestorben? Also es war doch auf jeden Fall irgendein Bug, irgendein Glitch. Was ist jetzt los? Jetzt falle ich durch die Karte? Ernsthaft? Mann, das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst mich richtig. Ey, ich starte das Spiel neu und lande hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Aber das Spiel ist mal wieder richtig, richtig broken bei mir. Anscheinend habe ich meine Maske auch irgendwie noch an, ne? Ach, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. So, hier ist ein Kabel. Das geht hier oben entlang. Hier lang. Hier runter. Hier rüber. Hier in den Haufen. So. Dann folgen wir dem Ding mal wieder zurück. Der andere geht hier lang, hier durch die Wand, hier unten, hier die Schlaufe, da hinten durch. Und das Ding hier. Dankeschön. Hier ist noch ein Geschenk. Nehmen wir mit. Weil es so lustig und weil es so schön ist. Und dann war das Ding ja eigentlich relativ easy. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir keine Game-Breaking Bugs mehr haben. Könnte funktionieren, es funktioniert nicht. So. 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 Und so. Hammer wurde deaktiviert. Alter, und ich fall wieder durch den Boden. Es kann doch nicht sein. Was ist das für ein extremer Bug, den ich jetzt habe? Ich hatte jetzt wirklich den ultimativen Superbug, denn ich bin immer, wenn ich geladen habe, durchs Level gefallen. Freddy! Freddy? Are you okay? WTF, Alter! Oh, no, 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 Killer Freddy! Ich glaube, Freddy geht's nicht gut. Ey, wie kommen wir hier raus? Bin ich hier los? There's the inhibitor. Alright, jetzt habe ich die Maske. Huh, er ist weg. Ey, das ist so crazy. Wie wird das Ganze wohl enden? Alter. What the heck? Jetzt werde ich nur von so einem Ding gejagt. Nein, 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 nein. Diese Drecksausdauer. Alter, lass mich raus. Okay. Okay, Baby. Und es lädt.
Tja, auf die Hilfe von Freddy kannst du dich in diesem DLC schon mal nicht verlassen. Eine Lunchbox vom alten Freddy. Ach, da geht's hoch. Nö. Ich dachte, hier hinten gäbe es noch irgendwas. Can you hear me? I finally have a clear signal. Gregory, I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy Party Garage. Am I close? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed. Where? Roxy's the final node. You need to deactivate her. Okay, jetzt hört mal ganz klar. Deactivate her and save me. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Es hört mal ganz klar, dass das Ding gesampled ist, ne? Cassie, das hört man noch raus. Das hört man doch raus, dass das irgendwie eine geschnittene Aufnahme ist, Kind. Ich bin so froh, dass ich weiterspielen kann. Hätte ich diesen Bug gehabt, selbst wenn ich dann... Wow! Oh. Selbst wenn ich das ganze Level... neu geladen hätte, weil ich musste halt nochmal einen kompletten Kapitel ein komplettes Kapitel neu laden. Und hätte ich dann immer noch den Bug gehabt, hätte ich es aufgegeben. Hätte ich gesagt, ja gut, nö. Sorry, Freunde. Roxy. Cassie. Cassie. Welcome back, Cassie. You remember me? Kann ich hier irgendwie helfen? Okay, was läuft hier? Ich war schon mal hier. Kann man hier hoch? Roxy irgendwie helfen. Your special day. I remember. Your special day. Do you still like carrot cake? It has been some time since I saw you last. If I remember correctly, it is on the 11th. I remember because you are number one. Twice. Have you booked your party? I'm sure your friends will show up this time. Cassie, what are you doing? So sorry. I love carrot cake. Happy birthday, Cassie. Roxy, I'm sorry. I'm so sorry. Sie hat sich an den Geburtstag erinnert, den sie hier gefeiert hat. Roxy, voll die Gute. Wahrscheinlich mag sie deswegen alles so gerne, ha? Huh? Nur schöne Momente. Gut gemacht, das war der letzte Sicherheitsknoten. Ich konnte lokalisieren, von wo aus sein Freund funkt. Das Signal kommt von unter dem Raceway. Achtung, ab hier hast du keine Verbindung mehr, okay? Ich habe ja eh keine andere Wahl, als da runter zu steigen jetzt, ne? Ja, das war doch auch damals. Hier mit Afton. Sie weint. Der Aufzug. Taste gedrückt. Wie tief geht's denn da nochmal runter?
Ab in die Hölle mit uns, ha? Ab in die Hölle. Highspeed in die Hölle. Oh, Cassie, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ja, das ist da, wo das Finale auch gespielt hat. Brutal, dass sie da reingeht. Dass sie da reingeht. Alter, was ist das denn hier für ein Trip? No! No, 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 no. Klar, jetzt muss das Ding kaputt gehen. Stupid flashlight. Die Nummer wird immer surrealer. Oh, guck mal, hier ist noch ein Geschenk. Din, 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 din. Ein Token! I am a candy cadet. Come get now, I will tell you a story about a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. Geile Geschichte. Und es geht weiter runter und weiter runter, ne? Ja. Why are there burners everywhere? It's like the inside of an oven. Ja. Das Innere eines Ofens, exakt. Exakt, mein Kind. Das ist es. Ja, ob wir das hinbekommen? Ja. Ey, es geht sogar noch weiter runter. Und da soll der Junge sein. Im Mittelpunkt der Erde. Gefangen. Ein Rucksack. Hatte der Kleine nicht so einen Rucksack? Weil es so schön ist, nochmal. Und kriegen wir es hin? Ja. Hat aber nichts gebracht. Ach, die Maske geht wieder. Ich dachte, die würde nicht hier unten gehen. Aber das Terminal kann ich auch nicht mehr verwenden. Yes. Ich kann nichts drücken. Och, sag nicht, dass jetzt schon wieder irgendwas abgeschmiert ist. Ich kann nichts drücken. Ich kann auch nicht raus. Oh, please, game. Super, ich glaube, es ist schon wieder abgeschmiert. Das gibt's doch nicht. Also der Entwickler hat massiv Probleme mit Bugs, ne? Jetzt kann ich meine Maus bedienen. Jetzt geht's.
Spiel hat sich eingefroren. Ach, und jetzt muss ich das machen. Alright, Freunde. Ist das diesmal anders? Gregory! Gregory! You okay? You saved me! You saved me! Gregory? You're not Gregory. What are you? I'm Gregory. What the fuck, Alter, ich wusste es. Ich hab keine Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer, Boy. Ich versuch's, Alter, ich versuch's. Oh nein! Oh please! Unangenehm. Komm schon, Baby. Unangenehm. Alter, echt jetzt? Er hat sie wirklich einfach so abstürzen lassen? Und er hat so Angst vor diesem Ding da unten. Was war das überhaupt? Sah aus wie Michael Jackson in der Robo-Variante. Nein, da muss es doch noch mehr geben. Aber wie soll man hier bitte schön ein anderes Ending erspielen? Weil es war jetzt wirklich sehr geradlinig. Es war ja straight durch. Du hattest ja da gar keine Optionen frei zu speichern, du hattest keine Abzweigung, du konntest auch den Spielablauf nicht irgendwie variieren, dass du sagst, ich mache erst das da, ich mache erst das da, ich kann irgendwo Entscheidungen treffen oder irgendwas Besonderes einsammeln.
Das war ja eigentlich sehr, sehr straight vorwärts, das DLC. Ob da noch was kommt? Credits-mäßig? Okay, man kann die Credits überspringen, wenn man will. Vielleicht kommt aber auch noch irgendwas after Credits. Ich fand's auch krass, dass alle irgendwie noch gelebt haben. Mehr oder weniger. Naja, was soll ich zu dem DLC sagen? Es war kostenlos. Und es war okay. Es war okay. Was mich halt wieder genervt hat, Bugs. Besonders am Ende. Bin ich halt ein paar Mal durch die Karte gefallen. Okay. Dann hatte ich... Das habt ihr nicht mitbekommen. Das habe ich rausgeschnitten. Ich hatte einmal was, da ist das Spiel komplett eingefroren. Und dann hatte ich nochmal das an diesem PC jetzt ganz zum Schluss, wo auch irgendwie das Spiel eingefroren ist. Das hatte ich jetzt. Ist ärgerlich, aber es ging alles irgendwie so, dass man es durchspielen konnte. Die Frames waren deutlich stabiler, aber man muss halt auch sagen, die Level waren nicht so gigantisch weitläufig aufgebaut wie im Hauptspiel. Und dadurch, dass da jetzt alles verdreckt und verstaubt war, war es ja auch nicht mehr so auf Hochglanz. Und das hat wahrscheinlich sehr, sehr viel Performance abverlangt. Cassie. Roxy. Wie jetzt, das war's. Das war's. Roxy sagt einmal Cassie und Ende oder wie? Okay, es gibt noch ein Ende und zwar muss man alle Minispiele im Spiel meistern. Dann öffnen sich die Verbrennungsöfen und dann seht ihr Folgendes. Das war's jetzt aber mit Five Nights at Freddy's. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschüss.